Samuel Eckert sieht sich im Dienste der Wahrheit. Als Christ ist es seine Pflicht, gegen die Lüge aufzustehen. Da speziell rund um Corona einiges stinkt, hat er genug zu tun. Er tut dies auf eine unaufgeregte und nette Art, in der Sache allerdings unnachgiebig. Das schätzen die Menschen. Samuel Eckert ist heute einer der beliebtesten Videoaktivisten überhaupt. Herzlich willkommen, Samuel Eckert, hier auf österreichischem Boden und vielen Dank für dieses Gespräch heute, dass wir trotz vollem Terminkalender diesen Termin bekommen haben. Wie geht's Ihnen? Ja, wunderbar. Ich muss sagen, Österreich ist ein sehr schönes Land. Hatte die Möglichkeit, jetzt kurzfristig herzukommen. Mir geht's sehr gut. Firmentechnisch bzw. sage ich jetzt mal beruflich sind wir sehr erfolgreich im Moment. Das liegt daran, dass wir im IT-Bereich unterwegs sind. Gesellschaftlich oder auch, sage ich jetzt mal, familiär ist natürlich die Situation, die jeden betrifft. Dass man natürlich zwei Lager hat, in meiner Familie auch. Und die Diskussionen werden mittlerweile ein bisschen, sage ich mal, stringenter. Ja, weil die Situation natürlich auch immer mehr polarisiert wird innerhalb der Gesellschaft. Insofern freut man sich umso mehr, wenn man Freunde trifft, mit denen man, sage ich mal, ganz normal seine Meinung austauschen kann oder mit denen man sich, sage ich mal, auch wenn man Meinungsdifferenzen hat, angeregt unterhalten kann. Wie früher, normal sprechen. Ja. Und andererseits natürlich gewöhnt man sich schrittweise leider an eine gewisse, sage ich jetzt mal, soll ich das sagen, so eine Grundtonus an Spannung, den man immer hat, wenn man alltägliche Dinge zum Beispiel macht. Man ist unterwegs und fährt auf eine Landesgrenze zu. Ja? Dann hat man jetzt mittlerweile ein anderes Gefühl dazu als früher. Und das ist eigentlich schade. Aber ich versuche das mehr und mehr, sage ich mal, zu adaptieren und damit, sage ich mal, mit einem beruhigten Gefühlstonus und einer Gefühlskomposition zu begegnen mit Souveränität und Besonnenheit. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man einfach eine Grenze überschreitet oder so, sondern ja, es kann sich verzögern oder es kann gar nicht klappen richtig. Und so weiter. Sie sind ja, wie soll man sagen, Blogger oder wie einer der erfolgreichsten, die es momentan gibt. Sie haben auf Telegram knapp 130.000 Follower, Abonnenten. Wie bezeichnen Sie das, was Sie momentan tun? Also abgesehen von Ihrer IT-Geschäftstätigkeit, was ist das, was Sie momentan machen? Wie bezeichnen Sie das? Also ich hätte es vor 1,5 Jahren jetzt auch noch nicht genau bezeichnen können. Ich würde sagen, mittlerweile, ich bin ja eigentlich nicht ein Blogger oder ein YouTuber. Ich benutze lediglich die Kanäle, um das, was ich über die aktuelle Situation denke, zu kommunizieren. Ich habe jetzt nie die Absicht gehabt zu sagen, ich möchte YouTuber werden, ich möchte Blogger werden oder so. Ich habe diese Karriere nicht verfolgt. Es ging eher darum, dass ich eigentlich Anfang von des Jahres 2020 mir überlegt habe, was passiert gerade in China, habe diese Situation etwas beobachtet und habe dann irgendwann gesagt, okay, die Panik, die jetzt weltweit ausbricht, es ist sehr komisch. Wir müssen die Sachen differenzierter betrachten. Habe ich mir gedacht, Mensch, weißt du was, du wolltest ja schon immer mal so ein paar Videos und so weiter mal hochstellen über Unternehmertum und so weiter, wolltest das mal den Leuten weitergeben, ein bisschen positiveren Lebensmut. Jetzt mache ein Video über Italien. Und dann habe ich diese Sache in Bergamo damals, habe ich beleuchtet. Und Italien in Not war das erste Video am 29.03.2020. Und dann ist das Ganze explodiert. Ja, ich hatte dann bis im August 45.000 Zuschauer. Dann kam der 1.08.2020, wo ich als einer der, ich glaube, es gab zwei oder drei Leute überhaupt, die einen Stream laufen hatten in Berlin damals. Und mein Handy ist noch gelaufen. Aus irgendeinem Grund ist die Verbindung nicht abgebrochen. Und ich habe nicht vorgehabt, live zu streamen. Ich hatte nicht vor, das zu dokumentieren, gar nichts. Auf einmal kam von der Administration der Demo, wir sind komplett offline. Und ich habe einfach dann mein Handy genommen und habe diese Situation festgehalten, weil ja die Polizei da war. Und ja, so genau. Und, bei dieser Mini-Demo offiziell. Ja, genau, das waren 800 Zuschauer, richtig. Ja. 800 Teilnehmer. Und an dem Tag alleine habe ich über 20.000 neue Abonnenten gehabt, war dann bei 65.000 und bis in den Oktober rein hatte ich 168.000 Abonnenten auf YouTube innerhalb von 6 Monaten sozusagen. Und dann hat YouTube meinen ersten Kanal ja gelöscht. Mhm. Und das ist dann, sage ich mal, ich bin dann der Livestreamer geworden. Mittlerweile ist das Livestream von Demos ja sehr salonfähig und ich habe mir das eigentlich nie ausgesucht. Ja. Ich war dann auf einmal der immer die Livestreams macht. Nur kurze Unterbrechung für unsere Zuseher. Bei dieser Demo war in Wirklichkeit, man spricht ja inoffiziell von 1 Million, auch die Luftaufnahmen sprechen eine eindeutige Sprache. Die offiziellen Stellen natürlich eine komplett andere. Selbstverständlich. Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg? Das ist jetzt, Sie haben sehr statistische
Videos, wo sie die Zahlen wirklich zerlegen, aber alle Quellen wunderbar angeben. Sie machen das mit einer sehr freundlichen, offenen Grundstimmung. Sie sprechen immer sehr freundlich. Ist das der Grund, warum die Leute sagen, den Samuel Eckert, den höre ich mir an, glaube ich. Ich glaube, also was ich gelernt habe, ist, wenn ich in mein Leben zurückblicke, egal welche Dinge passieren, sie haben im Endeffekt immer dazu geführt, dass in der Folge für mich etwas Positives daraus entstanden ist. Ja? Ich bin auch fest davon überzeugt, auch als Christ, dass die Dinge, die passieren, nicht aus Zufall passieren und dass sie zu unserem Besten sind. Das heißt, auch in dieser Situation sehe ich weniger, oder ich versuche das, weniger die Schwierigkeit zu sehen, als eher die Möglichkeit, dass wir jetzt in dieser, sage ich mal so, absurden Situation ganz, ganz viele Menschen erreichen können, die mit dem Nachdenken anfangen können. Und wenn wir jetzt das Prinzip der Freiheit als Grundlage nehmen, dann habe ich auch nicht den Zwang oder ich muss nicht verbissen versuchen, jemandem meine Meinung aufzuzwingen, sondern ich kann sagen, hey, wir haben hier eine Situation, die ist sehr interessant. Schaut euch das mal an. Wenn ihr die Zahlen anschaut, wenn ihr anschaut, was gerade kommuniziert wird, so und so, bringt euch das zum Nachdenken. Und ich kann den Leuten im Endeffekt, sage ich mal, offen lassen, was sie als Konsequenz daraus empfinden. Und es ist für mich sehr spannend und das erfreut mich sehr, dass dieser Vorteil dieser Situation, die wir gerade haben, der ist, dass sehr viele Menschen auf einmal merken, dass was ganz gewaltig nicht stimmt. Und ich kenne aus meiner Vergangenheit, egal wann diese Situationen waren, in denen ich Angst hatte, in denen große Veränderungen angestanden haben, in denen ich große Schmerzen hatte, geistig, körperlich, egal wo, das waren immer die Momente, die in meinem Leben am meisten bewegt haben. Im Nachhinein schaue ich auf diese Situation sehr freudig zurück, weil sie haben mich sehr weit nach vorne gebracht. Und ich glaube, dass auch das, was jetzt gerade passiert, hier für uns im ersten Moment zwar schwierig klingt, aber ich glaube, dass viele, viele Menschen gerade wirklich anfangen zu verstehen, dass im Leben alles, was wir tun, damit zusammenhängt, ob wir aufrichtig sein möchten, ob wir der Wahrheit und der Freiheit und einem Prinzip, was friedevoll und liebevoll ist, verpflichtet sind, wie viel wir dafür einstehen wollen, auch wenn es am Anfang wehtut, das zu lernen, weil ich habe über mich gelernt, dass ich ganz oft Dinge annehme, dass ich glaube und lebe und in Wirklichkeit tue ich es nicht. Ja, das hat diese Situation sehr gezeigt. Und diese Freudigkeit, die ich natürlich auch aus dieser Situation ziehe, ist die, dass ich auf einmal die Möglichkeit habe, mehr Menschen zu erreichen als davor mit diesem, mit dieser Diversität an Ansichtspunkten. Ja, und das hätten wir davor nicht gehabt. Was ich auch noch sagen will, Sie haben es eh vorher gesagt, auch als Christ, Sie haben ja auch eine, wie soll man sagen, kirchliche Vergangenheit oder wie sind Sie der geworden, der Sie heute sind? Sie haben auch eine bunte, reichhaltige, bewegte Geschichte, mehr oder weniger. Ja. Unter anderem auch als Prediger, kann man das so sagen? Ja, es war eigentlich nicht wirklich ein Prediger, sondern es war eher so, ich habe mich mit der Bibel wieder beschäftigt im Jahr 2015. Und mein Vater, mein Pflegevater ist ein HNO-Arzt und er ist schon sehr lange mit der Bibel und Gesundheit und diesen ganzen Themen unterwegs und hält Vorträge auf der ganzen Welt. Und ich bin zu diesem Thema dann 2015 gekommen. Das war über mehrere Umwege, ist eine ganz lange Geschichte, das wird das Interview bei weitem sprengen. Aber für mich war es dann so, dass ich bin Mitglied in der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten. Das ist im Endeffekt eine Freikirche, eine evangelische, protestantische Freikirche. Und die Leute haben damals gesagt, Samuel, du musst uns unbedingt erzählen, wie du zur Bibel gekommen bist, wie die Geschichte war. Wir möchten das gerne hören. Und das habe ich dann erzählt. Und gleichzeitig war es aber so, dass ich natürlich unternehmerisch schon angefangen habe, Erfolge zu erzielen, weil man ja die ersten Jahre sind immer hartes Knüppeln und da kommt nicht viel bei rum. Und dann war es natürlich für die Menschen sehr interessant. Und dann haben sie mich eingeladen nach hier und dort. Und dann war es sogar später so, dass ich nach Miami eingeladen wurde und so weiter. Und ich habe dann immer nur eigentlich nicht viel anderes erzählt, als das, was ich jetzt mache. Ich habe erzählt, dass wir ein Problem haben mit Gesundheit. Wir wissen nicht, woher Gesundheit kommt. Wir wissen nicht, wie man Gesundheit erhalten kann. Ja? Was den Menschen eigentlich betrifft mental, die Verbindung zwischen Psyche und Körper, all diese ganzen Geschichten. Das habe ich gepredigt. Ja? Und ich war eigentlich ein Unternehmer, der freiwillig immer eingeladen wurde. Ich war nie Berufsprediger oder sowas. Was viele Menschen sagen, ich wäre ein Prediger gewesen oder sowas. Das war ich nicht. Ja? Ich war immer Unternehmer, der an den Wochenenden nach draußen gefahren ist, um den Menschen Vorträge zu halten, wie sie im Leben erfolgreich und glückselig leben können. Aber es hat doch auch in der Kirche dann schon die ersten Zerwürfnisse gegeben. Selbstverständlich. Also die haben auch einige gesagt, nein, wir vertreten deine andere Meinung. Ja, und das war bei Corona, weil ich war der Ansicht, und das ist sehr interessant, weil das vertrete ich heute noch 1:1. Mhm. Ich habe gesagt, wenn ihr Christen seid und nennt euch Christen und in der Bibel steht, dass der Nächste höher geachtet werden soll als man selbst, dass die Liebe dem anderen nichts Böses tut und ich sehe, dass ein Mensch zugrunde geht, wenn ich mich von ihm zurückziehe und mich vermumme, dem anderen suggeriere, ich sei eine Gefahr für ihn, obwohl das niemand belegen kann, dann
trage ich ein falsches Zeugnis nach außen. Und das hat, wenn ich an die 10 Gebote glaube, das letzte Gebot, ja, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider dein Nächsten. Das heißt, ich begehren ist das letzte. Also, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider dein Nächsten. Dann habe ich gesagt, okay, Punkt 1 lerne ich von Christus, er hätte sich lieber selber geopfert, um anderen zu helfen, als sich selber zu schützen und vom anderen zurückzuziehen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn ich glaube, dass ich kein falsches Zeugnis jemand anderem geben kann und ich kann mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass das, was die Maske symbolisiert, weil sie hat ein Symbol. Ja. Wenn du jemanden anblickst und er hat eine Maske im Gesicht, dann brauchst du ihn nicht zu kennen, dann glaubst du, dass dieser Mann glaubt, dass er eine Gefahr für dich ist und umgekehrt. Ja? Ja. Und da habe ich gesagt, so, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Da habe ich einen Gewissenskonflikt und ich habe das in der Kirche dort dargelegt, in meiner Predigt. Ich habe gesagt, meine lieben Freunde, wenn ihr das glaubt, was in der Bibel steht, dann könnt ihr meiner Meinung nach keine Maske tragen. So, und das war ein großes Problem für die Kirchenadministration. Das heißt, da kam dann nach raus, was hat der Eckhart hier gesagt? Ja? Und dann wurde das sozusagen nochmal genau angehört und so weiter und angeschaut und dann wurden die Leute befragt und dann hieß es, ich darf nicht mehr predigen. Ja, aber es ist ja heute so, wenn man schaut, Kirche, sowohl evangelisch als auch katholisch, ist ja beide also nicht mehr nachvollziehbar. Ich glaube, die sind erst zufrieden, wenn das letzte Schäfchen von Bord ist. Ich muss leider sagen, die meisten Kirchen, ja, bin ich auch gerade von der Adventgemeinde so, weil das sind die immer sagen, für uns gilt die Schrift. Ja? Für uns gilt die Schrift. Und wenn ich da gerade diese Dinge lese, ja, was die Bibel sagt, woher Gesundheit kommt, was die Bibel sagt, woher Krankheit kommt, was die Bibel sagt, wie man Kranke behandeln soll. Ja? Ja? Und da habe ich mir überlegt, Mensch, hättet ihr diese Prinzipien aufrechterhalten innerhalb dieser Krise, hättet ihr als eine der wenigen Kirchen überhaupt, wenn es überhaupt eine gab, gesagt, wir machen unsere Tore nicht zu. Bei uns sind die Leute ohne Maske willkommen. Wir halten uns an das, was die Schrift sagt. Ihr hättet wahrscheinlich einen Erdrutsch ausgelöst, innerhalb der ganzen, in der ganzen Welt, weil die Adventgemeinde ist eine weltweite Gemeinde, ihr werdet wahrscheinlich als einzige Kirche dagestanden und die Leute, ich meine, ich habe so viele Christen, die mir schreiben und sagen, wo sind denn die ganzen Pfarrer, wo sind die Kirchen und in dieser Situation und machen die Tore auf, ja? Stattdessen schließen wir zu, schicken die Leute Ostern und Weihnachten nach Hause. Es ist eine Katastrophe. Vom Prediger praktisch zum Verschwörungstheoretiker, kann man sagen. Und dort auch sehr erfolgreich. Das Ganze, die erste Skepsis im Leben ist gekommen, dass manche Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Ich glaube, im Zuge von 9-11 oder wie ist das vonstatten gegangen? Ich weiß wahrscheinlich wie Sie am 11. September, was Sie noch gemacht haben. Das haben wir ja wahrscheinlich alle. Ich weiß diesen Tag noch ganz genau. Ja. Und am Anfang ist man erstmal geschockt gewesen. Wow, was ist hier gerade passiert? Ist das wirklich gerade passiert? Die Türme sind nicht mehr da. Absoluter Wahnsinn. Das Bild immer wieder angeschaut. Aber relativ schnell habe ich mir dann gedacht, Moment, das sind ein paar Sachen, die stimmen nicht. Und ich habe im Internet angefangen zu recherchieren und habe gemeint, bin ich der Einzige, der das so sieht? Und es hat ja ein paar Wochen gedauert, bis die ersten kritischen Stimmen wirklich dokumentiert waren. Und ich habe mich dann da reingelesen, habe mir auch angeschaut, okay, wir haben ein großes Problem. Es gibt einen Turm, der ist umgefallen, obwohl kein Flugzeug reingeflogen ist. Und da gab es offensichtlich ein Feuer. Dann habe ich Daniele Ganser ein paar Jahre später in diesem Thema nochmal gesehen. Ich habe mir dann Filme angeschaut wie Loose Change. Da waren viele Theorien und viele Dinge, die da dokumentiert wurden. Und ich finde das erstmal gut, weil es ist egal, was für eine Theorie man hat. Jeder, der eine Ansicht, eine Sichtweise hat und Informationen, der ist meiner Meinung nach erstmal willkommen, weil man kann das für sich selber evaluieren. Ich meine, darum geht es ja. Kritische Austauschen. Richtig, ja. Diskussion, Diskurs. Und dann bin ich von A nach B nach C gekommen, dann habe ich die Bilderberger entdeckt. Ich weiß noch, ich war einer der größten Verschwörungstheoretiker 2004, weil die Bilderberger gibt es nicht. Heutzutage ist es allgemeiner Bildungsstand, dass die Bilderberger stattfinden. Die haben auch schon eine Webseite und so weiter, aber jetzt ist es der neueste Club, ist jetzt schon Yellowstone Club. Richtig, und so aber die machen alle nichts Böses. Sie treffen sich nur, um zusammen ein Wässerchen zu trinken. Ja. Ja? Also insofern ist die Naivität bei diesen Themen schon enorm. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, und da muss ich ehrlich sagen, es gab einen tollen Bericht jetzt von Radio München. Die haben ein Audio gebracht, einen Podcast über Verschwörungsleugner. Fand ich sehr interessant. Die haben die Frage nicht gestellt, warum soll es eine Verschwörung geben? Sie haben die Frage gestellt, warum sollte es eigentlich eine Verschwörung nicht geben? Und aus der Geschichte zurückblickend ist die Konsequenz, dass man jetzt glaubt, bei Corona gäbe es so etwas nicht, absolut absurd. Das ist ein ganz interessanter Blickwinkel von der anderen Seite. Ja? Und da bin ich jetzt seit 20 Jahren in dieser, sage ich mal, ich will nicht sagen Szene, weil es keine Szene ist, aber ich beschäftige mich mit den Themen. Und wenn ich da sehe, was da passiert und wie die Medien beziehungsweise auch die Institute, die man anfragt, antworten, dann muss ich sagen, jemand, der nichts zu verbergen hat, jemand, der seine Position klar verteidigen und dokumentieren kann, würde so nicht antworten. Und das sehen wir jetzt gerade auch bei den Institutionen in Bezug auf Corona. Die Ämter, die Gesundheitsämter und so weiter, die RKI und Konsorten. Es gibt keine Antworten. Wenn man mal Beweise irgendwann fordert, sind sie nicht da. Ja? Ich erinnere da an Boris Reitschuster, der seit, glaube ich, jetzt einem halben Jahr in der Bundespressekonferenz fragt, auf welcher Studie denn der Lockdown basiert.
ja, auf welcher wissenschaftlichen Erkenntnis und er bekommt keine Antwort, ja, dann muss ich sagen, wer so agiert, der hat was zu verbergen, weil bin ich transparent, kann ich meine Position verteidigen? Ja, Sie sehen selber, ich bin zum Interview gekommen und ich habe, als Sie gefragt haben, über welche Themen wollen wir sprechen, habe ich gesagt, Sie können über alles reden, weil ich habe nichts zu verstecken. Ja, das ist auch, ich mache mir keine Sorgen, wenn Leute sagen, wir haben jemanden in die Youngsters-Gruppe eingeschleust. Das sollen sie gerne machen. Wir haben nichts zu verbergen. Ja. Das sind auch normale Anfragen zu dem Thema Ämter und Auskünfte. Es ist praktisch unmöglich, die Suizidquote in Österreich vom letzten Jahr zu kriegen. Das wird bis Jahresende dauern und so weiter. Wobei die das alles schon schwarz auf weiß haben müssten. Ne? Ja, das ist auch, also wir kennen das, das erinnert mich immer ganz stark an die, wie hieß der Flug nochmal? MH11, glaube ich, hieß er, der Flug, der über der Ukraine abgeschossen wurde, angeblich mit russischen Raketen. Und da gab es dann auch einen riesen Aufschrei in der Presse, das waren die Russen, das ist der Beweis dafür, dass Russland eingegriffen hat und was auch immer, da waren so viele Tote. Das wurde dann in den Medien wieder komplett totgeschwiegen. Wir haben die Ergebnisse der Untersuchung überhaupt nicht mehr dokumentiert bekommen in irgendeiner Zeitung. Und dann ist er, Billy Six, ist ja einer der Reporter, der dann diesen Prozess in Den Haag noch begleitet hat. Ja. Und ich habe mit ihm zweimal gesprochen und er hat gesagt, was da vorgelegt wird an Beweisen angeblich für eine russische Involvierung, die sind sowas von Hanebüchen und so weiter und so fort. Also er glaubt, es ist ein Skandal, dass wir das in der Presse nicht mehr sehen, ja, dass es überhaupt nicht mehr zum Thema gemacht wird. Aber da kommt diese Taktik. News sind heiß, wenn sie im Moment kommen zum Thema sind. Ja. Wenn ich über 9-11 jetzt einen Artikel mache, dann ist der... Das interessiert überhaupt niemanden mehr. Und das geht sehr schnell. Das hat mir voriges Jahr durchexerziert mit Black Lives Matter, dann Fridays for Future. Diese Themen, das war so eine Art Generalprobe, die sind ja gewechselt worden, ja, wochenweise. Ja? Also das andere war dann out und man hat nicht mehr davon gesprochen. Absolut. Und ich glaube auch, es kommen jetzt neue Themen im Herbst, weil Corona wahrscheinlich nicht mehr halten wird. Also wenn wir sehen, das bringt uns jetzt zu den aktuellen Situationen. In Großbritannien, glaube ich, haben wir 25.000 Infektionen pro Tag. Also ein furchtbares Drama, aber niemand ist im Krankenhaus, niemand stirbt und die Leute müssen mit Schnupfen ihr Leben fristen. Ja. Oder auch in Israel, wo wir eine der besten Durchimpfquoten der Welt mittlerweile haben und die Leute sich trotzdem mit der Delta-Variante infizieren, obwohl zum Beispiel Jens Spahn immer sagt, die Menschen sind vollständig geschützt, diese schöne Floskel, die in jedem täglichen Tweet kommt, in diesen Impfzentren, wo die Leute zitternd rausgetragen werden und die anderen stehen wie die Lämpchen nebendran an. Wir sehen, dass ein Narrativ nach dem anderen fällt, aber es geht auch gar nicht darum. Früher habe ich gedacht, wenn wir sie an der Stelle kriegen, dann müssen die Leute aufwachen. Und wenn wir sie an der Stelle kriegen, müssen die Leute auch aufwachen. Im Endeffekt ist es so, was interessiert die Leute die News von gestern? Und das ist in einem Umfang so eklatant geworden, dass man es selber kaum glauben kann. Man kann die Dinge aufdecken von 2020 und es interessiert gar keinen, weil sie jetzt alle wieder Delta im Kopf haben. Schnee von gestern. Absolut. Und das ist eine Sache, wo ich sage, diese Eigenschaft ist wirklich, also dass man das in einem Volk, in einer ganzen Generation so fest verankert hat, von der Denkweise her, da muss ich sagen, haben die Jungs einen unglaublich guten Job gemacht. Weil wenn man jetzt überlegt, was man mit der Bevölkerung alles tut, ohne dass irgendjemand sich im großen Stil dagegen aufbäumt, weil man muss eins sagen, das Ganze hier wäre nicht möglich, wenn die Bevölkerung nicht konform gehen würde. Ich meine, wenn 40 Millionen Menschen draußen sind, dann ist es vorbei. Ja, aber die Medien arbeiten in nie gekannter Form zu. Ja. Das hat es bis jetzt nicht gegeben. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob ich das unterschreibe. In diesem Ausmaß. Ja, in der Absurdität nicht. Aber ich glaube, dass, und das ist das, was ich immer sage zu den Leuten, die auf den Demos sind. Wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen, warum wir vor 10 Jahren noch nicht da gestanden haben und haben gesagt, wir müssen schauen, was in den Parlamenten los ist. Lobbyismus. Die Vorbereitung dieser ganzen Geschichte ist eine Sache, die geht seit Jahrzehnten. Ja, aber wir wissen es ja nicht. Was in Brüssel läuft, wer dort aufzeigt, warum, wieso, welche Geschenke er dafür kriegt. Ja, wir haben die Sachen waren schon teilweise immer mal wieder an der Oberfläche. Ich erinnere an den Pharma-Skandal mit Horst Seehofer, als diese Medikamentenliste von der Pharmaindustrie sozusagen durchgeboxt wurde. Und dann kam Seehofer mit diesem legendären Interview, der gesagt hat, es ist in der Politik nicht so, dass wir bestimmen, was passiert, sondern es ist die Pharmaindustrie. Da hätten wir damals sagen müssen, Moment mal, Freunde, was ist hier eigentlich los? Dann hätten wir uns mal anschauen müssen, was passiert denn in der Medizin überhaupt? Hat aber keiner gemacht. Warum? Weil das Wetter draußen schön war. Ja. Wir konnten am nächsten Tag wieder in den Flieger steigen für 99 Euro nach was weiß ich, wohin fliegen. Und ich muss ehrlich mir selber auch sagen, ich war auch der Meinung, dass ich einmal wählen gehe und dann ist für 4 Jahre meine Freiheit und all meine demokratischen Rechte sind gut aufgehoben in den Händen von Angela Merkel. Ja? Und ich kann mich zurücklehnen und kann, was weiß ich, schauen. Ja?
Das ist nicht der Fall. Und das haben wir jetzt, glaube ich, schmerzlich feststellen müssen. Nee, vor allem jetzt wird der Sack zugemacht. Ja. Die Bundestagswahl im September in Deutschland wird wahrscheinlich ein großes Theater. Meilentheater sein. Ja. Und danach wird es, glaube ich, ernst, die Situation. Ja, wir haben es letztes Jahr schon gesehen. Wir haben auch schon über den Sommer gewarnt. Wir wurden ausgelacht von der Presse. Im Herbst geht es los. Ja. Wir haben dann im Herbst gesehen, was passiert ist. Obwohl Politiker gesagt haben, wir würden nicht mehr die Friseure schließen, wir würden keinen Lockdown mehr machen. Und wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben gesagt, es wird eine Impfpflicht kommen. Und zwar eine indirekte. Das haben wir von vornherein alles dokumentiert. Das ist absurde Verschwörungstheorie. Wir haben die ganzen Zusammenschnitte ja noch schwarz auf weiß. Und es ist genauso gekommen. Und auch, wie sich der Diktus bei den Journalisten geändert hat. Der Nikolaus Blome von RTL: Ich möchte ausdrücklich gesellschaftliche Nachteile für jene ersuchen, die auf eine Impfung verzichten. Armin Wolf im ORF: Warum soll einer, der sich partout nicht impfen lassen will, die gleichen Rechte haben wie einer, der das schon tut? Also es wird jetzt wirklich die Route ins Fenster gestellt. Ja, und auch im Blick habe ich jetzt neulich gelesen in der Schweiz, dass wir müssen mit Diskriminierung arbeiten, hat ein Soziologe gesagt. Ja, ganz offen. Ja. Ja. Und ich finde, die Leute sehen den Widerspruch nicht. Das ist eine Gesellschaft, die predigt von Toleranz, die sagt, wenn sich jemand als ein Mann fühlt, der eine Frau biologisch ist, dann müssen das alle akzeptieren und müssen ihn sogar anders ansprechen. Wer das nicht tut, wird strafbar und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt könnte man mal nach diesem Duktus fragen, was ist denn, wenn ich mich als Geimpfter fühle? Ich fühle mich als Geimpfter. Ich möchte, dass du mich behandelst, als wäre ich geimpft, weil ich fühle mich wie ein Geimpfter. Hm? Was ist denn dann? Dann gelten diese Regeln auf einmal nicht mehr. Nee. Dann ist eine Gesellschaft, die sagt, wir sind tolerant, aber nur solange das in unserem Bereich funktioniert. Das ist natürlich keine Toleranz. Denn Toleranz wäre, jemand anderen zu tolerieren, der nicht die gleichen Werte vertritt, der nicht die gleiche Einstellung hat, der nicht die gleiche Meinung hat. Das ist Toleranz. Tolerant zu jemandem zu sein, der genauso ist wie ich, ist nicht tolerant. Aber genau das wird ja gerade als Frame oder als Bedingung dafür gesetzt. Und zwar kommt man dann mit der Schiene, dass man sagt, der andere ist eine Gefahr. Das Problem ist, das ist der leichteste Werbetrick überhaupt, zu sagen, es ist eine Gefahr, weil damit kriegst du die Leute immer an ihrem Ego. Weil die Leute lassen sich ja nicht impfen, um dem anderen was Gutes zu tun, sondern die Angst haben, lassen sich um ihretwillen impfen. Der andere soll nicht die Maske tragen, damit der andere schützt, sondern er soll die Maske tragen, damit er mich schützt. Ja, das ist ja das Problem. Sie stecken mich an, ziehen sie die Maske an. Sie sind eine Gefahr für mich, ja. Das heißt, im Endeffekt hat das mit Nächstenliebe überhaupt nichts zu tun. Die Nächstenliebe würde sich nämlich immer erst um den Nächsten kümmern, bevor man sich um sich selber kümmert. Ja. Das heißt, wenn ich Angst hätte um Sie, weil Sie keine Maske tragen, und ich wäre einer, der wirklich Nächstenliebe lebt, würde ich sagen, kann ich Ihnen helfen? Warum haben Sie keine Maske? Und ich würde sogar ohne Maske zu Ihnen hingehen, mit dem Risiko, dass ich mich infiziere, um Ihnen zu helfen. Das wäre Nächstenliebe. Aber so sieht es nicht aus. In der Gesellschaft ist genau das Gegenteil der Fall. Es wird denunziert, diskriminiert und es herrscht Zwang. Und das ist immer ein Indikator, wo ich ganz klar sagen kann, wenn jemand einem anderen seine Meinung oder ein Verhalten oder eine Tat aufzwingen muss, dann kann man nicht mehr von einem freiheitlichen oder vor allen Dingen von einem demokratischen bzw. grundrechtlichen oder vor allen Dingen auch christlichen Charakter der Sache sprechen. Denn der christliche Charakter oder auch das, was die Bibel vermittelt, zwingt einem Menschen niemals etwas auf. Der freie Wille ist immer das, wo jeder Mensch auch in der Eigenverantwortung als Konsequenz für sich selber die Entscheidung treffen muss, ob er das tun will oder nicht. Das heißt, wenn der Zwang kommt, weiß ich schon genau, wir sind auf dem falschen Dampfer. Und das sehen wir gerade. Es kommt der Zwang. Ja, das ist jetzt live zu beobachten. Ja, speziell auch das Verhalten den Kindern gegenüber. Absolut. Das war früher eine rote Linie, die jetzt überschritten worden ist. Und da hat sich auch sehr viel geändert. Kinder waren früher heilig, mehr oder weniger, oder unantastbar. Und das ist jetzt mittlerweile ganz normal geworden. In einem Umfang, der monströs ist. Monströs. Man sagt, ich meine, gestern war, soweit ich weiß, in der Fernsehsendung auch von der Impfkommission der Leiter da, der gemeint hat, wir sollten Kinder, ich würde meine Enkel nicht impfen lassen. Dann gab es einen riesengroßen Aufschrei. Ja? War, glaube ich, bei Lanz. Und wenn man jetzt überlegt, wir haben die STIKO in Deutschland, gibt keine Empfehlung. Ständige Impfkommission. Genau, richtig. Zuschauer. Richtig. Gibt keine Empfehlung für die Kinder raus, bisher. In Österreich ist das schon. Ja, und dann sagt man, wenn Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen sollen, dann möchten wir, dass das Kind selber entscheiden kann. So sind wir in Deutschland jetzt. Ja? Der Spahn fordert, Kinder sollen selber entscheiden können, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Jetzt muss ich mir vorstellen, ein 12- oder ein 14-jähriger Junge. Der darf nicht rauchen, der darf gerade mit dem Rad alleine fahren, der darf gar nichts. Lift fahren, aber sonst richtig nicht. Und da muss ich mir überlegen, war ich als 14-jähriger Junge, wenn ich zurückdenke, ich weiß noch, was ich mit 14 gemacht habe, da bin ich ein Jahr lang nach Brasilien gegangen.
ja, in dem Internat damals. Mhm. Habe ich da was von der Welt verstanden? Habe ich verstanden, unter welchem Kontext Leute mir irgendwas tun wollen oder nicht? Absolut absurd. Und dann zu fordern, dass diese Kinder eine Entscheidung treffen sollen, die eventuell ihr ganzes Leben betrifft, weil das ist ja, ja, sage ich mal, von der Dokumentationssituation, was das Impfen betrifft, sind wir da auf einem Standpunkt, wo ich sage, wir müssen zumindest mal sehr, sehr kritisch darüber diskutieren, um jetzt mal ganz neutral zu bleiben. Ja? Dann, wenn wir sowas fordern, dann handeln wir gegenüber den Kindern, die unter unserer Aufsichtspflicht sind, verantwortungslos, vor allen Dingen würde ich fast schon sagen fahrlässig. Ja. Das kann man nicht verlangen und das darf man auch nicht verlangen, meiner Ansicht nach. Ja. Wie sehen Sie die Entwicklungen, die im Herbst jetzt anstehen? Wir haben einige neue Geschichten, also zum Beispiel die EZB hat wieder letzte Woche alleine 50 Milliarden Euro gedruckt, frisches Geld geschaffen, also Markus Krall warnt da, also Inflation ist dann wirklich kein Wunder. Wir haben explodierende Zustände in Südafrika, die sich noch gar nicht abschätzen lassen, wo die enden, wie das ausgeht, wenn sie endet. Wir haben Gelbwesten in Frankreich, oder wo der Widerstand extrem zunimmt. Wir haben massive Hochwasser, und also die man eigentlich so nur aus Südostasien gekannt hat, in Deutschland, und ganz neue Plünderungen dort, erste Plünderungen gibt. Also man kann generell feststellen, es verschärft sich an allen Ecken und Enden. Ja, und ich meine, es gab von der CIA einen Bericht über bürgerkriegsähnliche Zustände in Europa bis 2020. Mhm. Jetzt mögen aber einige sagen, haben sie nicht geschafft. Ja? Wir sind ein halbes Jahr später und wir stehen am Rande. Mhm. Wir hätten nie geglaubt, dass diese Situation innerhalb von 1,5 Jahren in Europa auch nur ansatzweise möglich gewesen wäre. Keiner von uns hätte das geglaubt im Januar. Keiner. Ja. Ja? Jetzt sind wir da. Das müssen wir so sehen. Wir sehen die Geschwindigkeit, mit der es passiert. Ich persönlich glaube, dass der Herbst den nächsten Schritt, der Herbst wird der nächste Schritt sein, weil im Moment ist es so, Klima wird jetzt angesetzt als neues Corona. Das sehen wir jetzt in den Zeitungen. Ich habe gestern gelesen, ist das schon die Klimakatastrophe? Und dann ein Bild von dem Hochwasser. Ja? Es gibt einen ganz interessanten Herrn, mir fällt der Name gerade nicht ein, der sammelt über ein Jahrhundert an Zeitungsbelegen überall. Und er schaut dann immer, wenn sowas kommt, ein Bericht, dann schaut er, was es in der Vergangenheit in diesem Ausmaß schon gegeben hat. Und man wird sich überraschen, wie oft solche Einzelevents schon passiert sind, die nicht eine Klimakatastrophe waren. Ja? Aber abgesehen davon, ich glaube, dass wir, weil wir im Moment noch hauptsächlich auf dem Corona-Narrativ sitzen und das meiner Ansicht nach die Grippe ersetzt hat, das ist meine Ansicht und ich kann es sogar statistisch belegen, sagen jetzt andere wieder nein. Ich kann es und das muss jeder für sich dann dementsprechend selber rausfinden. Das heißt, unsere Arbeitsschritte, wenn ich mich auf die andere Seite versetze, sage ich mal, auf die Leute, die diesem Narrativ glauben, sind immer im späten Herbst, weil da geht die Grippewelle los. Das bedeutet, die Fallzahlen gehen wieder nach oben. Ja, ich will gar nicht von Infektionsfällen sprechen, weil es keine Infizierten sind. Das ist medizinisch mittlerweile sogar durch Gerichte in Österreich bewiesen. Ja. Die Hyperinfekte oder so, das ist ja dann möglich für die. Aber ja, ich meine, früher war man, wenn man zum Arzt ist und mal gesund, war man Hypochonder. Ja, heutzutage ist man potenzieller Superspreader. Ja. Ja? Es ist also absurd. Nein, aber ich glaube, dass im Herbst, wenn wir den Kontext anschauen, fangen vielleicht so an. World Economic Forum, was wir alle, ist alles offen, das braucht man, das ist keine Theorie, sondern man kann es einfach nachlesen. Die Leute sollen sich einfach informieren. Ja. Wenn wir sehen, was dort an Zielen ausgegeben ist und wir schauen uns an, wo wir gerade stehen und wo das, was die Leute dort uns sagen, eigentlich an Szenario ausgemalt wird, dann weiß ich, dass der Weg noch nicht zu Ende ist. Und ich bin sicher, dass dieser Weg in diese Richtung geht. Und jetzt aufzuhören, würde für keinen von der einen oder anderen Seite irgendwo Sinn ergeben. Genau. Das heißt, die Aktionsschritte meiner Meinung nach sind im Herbst, weil und dann immer zu den Zeiten, wo wir eben diese Wetterkatastrophen bekommen, das wird dann wieder ein Grund sein und die Gesellschaft wird sich rapide verändern. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir gerade Frankreich hat von der, sage ich jetzt mal, von der gesellschaftlichen Spannung her, das ein ähnliches Profil wie Südafrika. Ja. Da haben wir einen Herd, das ist direkt bei uns nebendran. In Deutschland zeichnet sich diese Bereiche auch schon teilweise ab. Ja? Und, Plünderungen bei einem Hochwasser, ich kann mich nicht erinnern, in Deutschland davon jemals gehört zu haben. Absolut. Eher gegenseitige absolute Hilfe, absolut. Aber nicht Plünderungen. Ja, und das, ich meine, das sind Dinge, die natürlich machen die Angst. Ja? Mhm. Aber ich glaube, und das habe ich schon von Anfang an gesagt, wir müssen uns alle darauf gefasst machen, dass das immer noch erst der Anfang ist. Wir haben noch lange nicht die Veränderungen in der Bevölkerung gesehen, die uns diese tollen Szenarien von Klaus Schwab und Konsorten alle untermalen. Ja? Wir sind noch lange nicht da. Die Geschwindigkeit, mit der das passiert, ist atemberaubend, ganz klar.
Aber auch Einführung von digitalem Geld und so weiter. Ich bekomme ja aus dieser Branche, die brauchen noch ihre Zeit. Das heißt, ich kann auch schon so ein bisschen abschätzen, auch wenn man das in der Supergeschwindigkeit durchzieht, ja, man wird das nicht in 5 Monaten durchbekommen. Das, ja, wird, das ist eine Sache, die wird, sage ich mal, 1, 2, 3 Jahre dauern, bis man soweit ist, auch technisch. Mhm. Aber wenn man sich überlegt, eine ganze Gesellschaft, eine ganze Generation innerhalb von 3 Jahren oder 4 Jahren umzukrempeln, das hat es noch nie gegeben. Das hat man noch nie geschafft. Ja. Ja? Selbst die Chinesen nicht. Ja. Und ich meine, wir müssen uns darauf gefasst machen. Ich bin auch überzeugt, dass man mit dem Widerstand, den es jetzt gibt, die Leute, die wenigen, die aufstehen, dass man damit gerechnet hat. Ich bin auch sicher, dass wir noch nicht alles Potenzial gesehen haben an Gegenmaßnahmen. Ja. Da werden wir rabiater werden. Es wird polarisierender noch werden. Mhm. Aber es wird auch gleichzeitig, und das ist mal ohne, um immer diese negativen Aussichten ein bisschen zu relativieren, es wird auch gleichzeitig die größte Chance sein, Menschen zu erreichen. Für das, dass man sagt, wir müssen generell als Menschen umdenken, wenn wir eine andere Gesellschaft wollen. Ja, und das ist ja nicht mehr Verschwörungstheorie, sondern das ist absolut real. Unser Bundeskanzler ist gerade in Montana bei einem geheimen Treffen mit im Yellowstone Club mit der absoluten Elite, also mit unseren Super-Nerds, Jeff Bezos, Bill Gates und Co. Ja. Also das ist ganz offen, das schreibt sogar die Kronenzeitung. Sebastian Kurz zu Gast bei den Weltenlenkern. Aber er darf nicht darüber sprechen, wer dort alle ist und worüber sie sprechen. Aber der Dümmste kapiert, dass dort die wirklichen Entscheidungen gefällt werden. Vor allen Dingen müssen wir, glaube ich, in diesem Kontext mal verstehen, was eigentlich Politik sein sollte. Sebastian Kurz wäre wie Angela Merkel oder auch alle anderen in den Ländern, die jeweilige Exekutive sind, wären die Repräsentanten des Volkes. Das bedeutet, eigentlich wäre dieser Mann, Sebastian Kurz, jetzt in Auftrag aller Österreicher unterwegs. Und das bedeutet auch, dass er eine Auskunftspflicht hat für die Leute, für die er da eigentlich einsteht gerade. Das ist eigentlich das Verständnis von Politik. Weil die Leute, die ihn bezahlen, sitzen hier. Ja. Die Leute, die... von denen er das Gehalt bekommt, sage ich jetzt mal so. Ja, okay. Ja. Das offizielle Gehalt, meine ich jetzt. Nein, Spaß beiseite. Ja. Die Leute, deren Meinung er vertreten soll, sind hier. Das heißt, wenn er als Kanzler... Und das ist ja dann immer diese Entschuldigung, der kommt ja nicht in seinem offiziellen Amt, er kommt aus privaten Gründen. Das kann mir keiner erzählen, dass man Sebastian Kurz eingeladen hätte, wenn er irgendwo... Der Erik Schmidt, der Gründer von Google oder ehemaliger CEO von Google, hat ihn, also weil er so begeistert ist, eingeladen. Das ist ja verständlich. Er mag seine Frisur sehr gerne, deswegen ist er dort. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, natürlich sind diese Leute aufgrund ihres Amtes da. Ja, man sieht auch, wie diese Leute in die Ämter getragen werden, wenn man die Geschichte dieser Leute anschaut. Gerade Sebastian Kurz ist ja ein Beispiel, geht ja viele Parallelen mit Jens Spahn, mit Annalena Baerbock beispielsweise. Ja. Die Leute kommen aus einer bestimmten Schmiede. Und die für die Förder-, also das Nachwuchskader, ist selbstverständlich. Vom Herrn Schwab. Ja. Ja, und leider muss ich sagen, zeichnen sich diese Leute nicht durch eine unglaubliche differenziertes Denkvermögen aus, sondern sie zeichnen sich hauptsächlich durch Linientreue aus. Lecker Empathie, dem eigenen Volk gegenüber. Ja, absolut. Eigenen Menschen. Also absolut. Ja. Christian Drosten genauso. Wenn man seine Geschichte anschaut, er hat sich damals schon qualifiziert in der Schweinegrippe. Da hat er angefangen, damals seine Parolen rauszuschwingen, obwohl das Ganze, ich meine, die Parallelen sind erschreckend. Ich werde da demnächst bald ein Video drüber machen, weil ich habe mal die ganzen Presseberichte parallel gelegt. Das ist unglaublich. Man kann fast Copy-Paste machen. Ja. Er hat sich damals natürlich profiliert und dann hat man ihn natürlich auch dann entsprechend wieder als Zugpferd genommen. Wobei man eigentlich denken müsste, ich meine, man muss sich das mal so vorstellen, ja, wenn einer in einer Firma komplett versagt als CEO oder als Aufsichtsrat, weil alles das, was er gesagt hat, nicht eingetroffen ist und es kommt eine Situation, die im Endeffekt die gleiche wieder ist, ja, und er fängt mit den gleichen Parolen wieder an und nach einem Jahr merkt man, dass sich immer noch nicht das genauso wieder, also dass das genau das Gleiche war wie damals in der ersten Situation. Jeder würde ihn rausschmeißen. Jeder würde diesen Typen von jeder Funktion innerhalb der Firma befreien. Ja. Bei uns wird er weiter geschützt, er wird weiter gepusht, ja. Es ist an Absurdität nicht zu überbieten. Aber ich denke, wie gesagt, das ist die Situation, die wir brauchen, glaube ich. Weil ich bin überzeugt davon, dass der Mensch leider nur unter Leid lernt. Ja? Wir Menschen lernen nicht, wenn draußen Heide Sonnenschein ist, sondern wir lernen, wenn die Situation anfängt zu kochen. Dann fangen wir an, uns zu hinterfragen. Ich bin keine Ausnahme davon. Ja? Okay. Und ich denke, wir haben eine große Aufgabe vor uns. Die Leute, die jetzt sich bereit erklärt haben, ja, wie Sie und ich, dass wir unser Gesicht in die Kamera halten, dass wir sagen, wir möchten die Menschen aufklären, wir möchten eine alternative Meinung bieten, wir möchten eine Möglichkeit bieten, anzuregen, selber zu denken, selber eine Meinung zu vertreten. Die werden harten Gegenwind kriegen, aber ich glaube, wir haben noch nie so eine große Zielgruppe an Zuhörern, an potenziellen Zuhörern gehabt, wie das, was wir in diesen Zeiten sehen können.
für unsere Zuseher, damit das Ganze, Sie sprechen ja selbst immer davon, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Fröhlichkeit. Das ist wahrscheinlich immens wichtig, das beizubehalten, ja, trotz der Umstände. Mhm. Ein Wort zum Abschluss noch an unsere Zuseher. Also für mich ist immer so, ich persönlich habe meine Ruhe und meine Fröhlichkeit in dieser Situation trotz allem schöpfe ich aus der Kraft, dass ich glaube, dass die Dinge unter Kontrolle sind. Und zwar jetzt nicht aus einer menschlichen Perspektive, sondern aus einer geistlichen Perspektive. Ja? Ich persönlich glaube, dass Gott die Dinge in der Hand hat und dass Dinge in meinem Leben zum Besten passieren. Das bedeutet, ich kann mit Vollgas vorausgehen. Und ich habe die Erfahrung, rückblickend hat mich gelehrt, dass alle Krisen in meinem Leben, die ich hatte, im Nachgang würde ich keine davon missen wollen. Sie waren alle für etwas gut. Sie waren alle für etwas gut. Und genauso bin ich überzeugt, dass das dieses Mal der Fall ist. Ja, ich meine, in der Schrift steht auch, alle Dinge sind denen zum Besten, die da glauben. Und ich möchte glauben, dass diese Situation zu unserem Besten ist und ich möchte darauf vertrauen. Das heißt, ich gehe nach draußen, ich mache meine Arbeit und ich kann eins sagen, es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Mensch zu einem kommt, und ich habe das letztes Jahr schon auf den Demos und auch auf den Events und so weiter so oft erleben dürfen, dass Menschen zu einem kommen und sagen, du bist der Grund, weswegen ich heute hier bin und weitermache. Und das ist etwas, wo du sagst, das ist eine Kraft, wo du sagst, das ist eine Arbeit, die hat Wert. Das ist eine Arbeit, die hat Sinn. Das ist etwas, was bleibt für einen Menschen, der Hoffnung schöpft, der wieder Freude schöpfen kann. Daraus, du hast eine Antwort auf die Probleme der Menschen. Ja? Und das ist das, was mich motiviert. Das ist das, was mir Kraft gibt. Das ist das, was mich fröhlich macht. Ja? Dass ich sage, ich habe meiner Ansicht nach eine Möglichkeit, die Gott mir geschenkt hat, anderen Menschen Hoffnung zu geben, anderen Menschen Freude zu geben. Auch in dieser schwierigen Zeit, sie zum Lebewesen zu machen, die Möglichkeit haben, differenziert zu denken, die Sachen erkennen können, die für sich selber eine aufrechte Haltung haben. Ja, und das ist für mich eine Sache, die überwiegt alles andere. Das ist wichtiger als Unternehmen, als Business, als alles. Ja. Diese Empathie und auch die Schönheit dieser Botschaft zu sagen, selbst in diesen kriegerischen und zwangvollen Umständen gibt es eine Antwort. Es gibt eine Alternative. Samuel Eckert, eine wirklich positive Figur, gerade in diesen Zeiten, wunderbare Videos auf YouTube, auf eigenen Kanal, auf Telegram, auf Odyssey oder wo überall, also Sie finden es. Vielen Dank für das Gespräch heute. Danke, Michael. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.